Wir hatten heute eine Idee. Wir messen, wie viel Ampere in unserer Steckdose ist, beziehungsweise wir messen den Strom. Auf dem Amperemeter ist eine Strombrücke. Die sieht man hier. Na gut, lass uns loslegen. Was glaubst du, wird das Licht ausgehen? Bestimmt, glaube ich. Na gut, mach an. Aber nur kurz. Schnell, mach aus. Alter, da kommt sogar Rauch. Die Strombrücke misst den Strom um das 20-fache. Da steht es, das Maximum ist 5. Die 5 steht für 100 Ampere. Na gut, lass uns weiter messen. Und wo machen wir das? In der Steckdose. Seid vorsichtig, ihr dürft die Strombrücke beim Einstecken nicht an dem Metall anfassen. Greift es vorne am Plastikgehäuse an. Außerdem solltet ihr auf festem Boden stehen und Schuhe anhaben. Okay, lasst uns die Strombrücke reinstecken. Schaut jetzt, wie das Licht ausgehen wird. Steck rein. Schaut mal, 20 mal 5 Ampere. Wir haben das Ampermeter so umgebaut, dass es 100 Ampere messen kann. Doch das war für uns zu wenig. Also haben wir noch eine Strombrücke dazu gebaut, damit es die ganzen 200 Ampere messen kann. Und jetzt werden wir es nochmal ausprobieren und in die Steckdose stecken. Und wie viel? 3,5. Jetzt müssen wir das ausrechnen. Nun, was hältst du davon? Keine Angst, wir haben alles im Griff.